Hallo und herzlich willkommen zu einer verspäteten Folge Ich teste Tests. Vor einiger Zeit, letztes Jahr irgendwann, habe ich eine Reihe von Tests getestet, darunter eine Menge von, Einbürgerungstests verschiedener europäischer Staaten und ich glaube auch von der USA, von Kanada und Neuseeland. Ich weiß nicht, gibt es Neuseeland? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich eine Reihe von Tests gemacht. Der einzige, der irgendwelche Viewer zieht und der bis heute Viewer zieht, was ich nicht verstehe, ist mein meistgesehenes Video oder eins der meistgesehenen zumindest auf diesem Kanal, ist der Schweizer Einbürgerungstest. Da das einer der ersten war, die ich gemacht habe und die anderen irgendwie alle nichts gebracht haben, also das quasi keiner sehen wollte, habe ich erstmal aufgehört, aber ich dachte mir, dieses Jahr, also Bundestagswahl, also könnten wir eventuell einen Wahl-O-Mat machen zusammen. Beziehungsweise ich mache den und ihr guckt zu. Wie war das? Und dazu habe ich dieses alte Hintergrundbild wieder rausgekramt. Ihr könnt momentan, glaube ich, meinen Mauszeiger nicht sehen, weil das Hintergrundbild davor ist. Aber so sahen meine Thumbnails früher aus, als noch keiner meine Videos angeklickt hat. Es ist selbst gezeichnet. Wenn ich euch Thumbnails zeichnen soll, die kein Mensch anklickt, dann schreibt bitte eine Kontaktadresse in die Kommentare. Wahl-O-Mat wollten wir machen. So, und dazu habe ich Folgendes vorbereitet. Moment. Blub. So, und zwar Überraschung. Es ist die Wahl zur Nationalversammlung 1919. Wie hätten Sie gestimmt? Am 19. Januar 1919 findet im ganzen Deutschen Reich die Wahl zur Nationalversammlung statt. Zum ersten Mal dürfen auch die Frauen wählen. Aufgabe der Nationalversammlung wird es sein, der neuen Republik eine Verfassung zu geben. Die Parteien SPD, USPD, Zentrumspartei, DDP, DVP und DNVP stellen sich neben einzelnen Regionalparteien und sonstigen kleineren Parteien zur Wahl. Aber welche Partei steht wofür? Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit denen der Parteien. So, das Erste, was wir vielleicht machen sollten, ist hier die Parteien durchgehen und gucken, was das überhaupt für welche sind. So. Okay. Okay, ich bin spiegelverkehrt, sehe ich gerade, aber ist irgendwie kein Wunder. Gut, Liste der Mitglieder der Nationalversammlung von 1919. Die Parteien der Weimarer Republik, Deutscher Bundestag. Gucken wir doch. Also haben wir zuerst die DNVP, die Deutsch-Nationale Volkspartei. Als Repräsentanz des konservativ-monarchistischen Lagers bekämpfte das demokratische System und die mit dem Versailler Vertrag etablierte internationale Ordnung. Also die ist so quasi... so rechtsnational und monarchistisch, weil Nazis gab es noch nicht. Also das Monarchie ist dann das nächstbessere scheinbar. Die DNVP vertrat die wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen der ostelbischen Großagrarier und der Großindustrie. Nach anfänglicher begrenzter Kooperation radikalisierte sie sich unter dem Einfluss ihres Vorsitzenden Hugenberg, der ihre republikfeindliche und antisemitische Ausrichtung forcierte und durch Zusammenarbeit mit der NSDAP, Harzburger Front, Hitler in rechtsbürgerlichen Kreisen erst hoffähig machte. Okay. Die Koalitionsregierung der DNVP mit der NSDAP unter Hitlers Kanzlerschaft im Januar 1933 markiert das Ende des demokratischen Parteienstaats und den Beginn der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Da kann man davon sprechen, dass die DNVP ihr Parteiziel erreicht hat und sich damit dann quasi selber abgeschafft hat. Dann haben wir die Deutsche Demokratische Partei. Die ist aus der Fortschrittlichen Volkspartei und dem linken Flügel der Nationalliberalen hervorgegangen, stand auf dem Boden der demokratischen Ordnung und nahm großen Einfluss auf die Gestaltung der Weimarer Verfassung. Die in Bildungsbürgertum und Mittelstand verankerte Partei forderte die strikte Trennung von Staat und Kirche, eine Begrenzung des staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft sowie die Abschaffung wirtschaftlicher Monopole und strebte einen Ausgleich zwischen Kapital- und Arbeiterinteressen an.
Die DDP befürwortete die Bildung eines Völkerbunds. In der Nationalversammlung 1919-20 bildete sie mit der SPD und dem Zentrum die Regierung der Weimarer Koalition und war bis 1932 an fast allen Reichsregierungen beteiligt. Das ist also quasi sowas wie eine FDP, bloß moderner in der Politik. Die Bereitschaft zu unpopulären Kompromisslösungen zahlte sich für die DDP nicht aus. Da ist sie dann ein bisschen wie die SPD. Nach dem Gewinn von fast einem Fünftel der Wählerstimmen, 17,3% 1919, verlor sie rapide an Zustimmung und rangierte trotz der Vereinigung mit dem Jungdeutschen Orden zur Deutschen Staatspartei seit den 1930er Jahren mit einem Anteil von ca. 1% der Stimmen nur noch auf dem Niveau einer unbedeutenden Splitterpartei. Haben wir die Deutsche Volkspartei. Überall, wo Volk drin ist, das klingt schon ominös. Schauen wir mal. Die Deutsche Volkspartei, aus dem rechten Flügel der Nationalliberalen und Teilen der FVP gebildet, stand dem neuen Staat indifferent bis ablehnend gegenüber. Das sind also auch keine Demokraten. Als Partei der Schwerindustrie, ja, großartig, wunderbar. Warte mal, ich gucke hier immer die ganze Zeit auf die falsche Seite. Ich tue mich mal hier hin. Als Partei der Schwerindustrie vertrat sie vornehmlich die Interessen des Großbürgertums und des gewerblichen Mittelstands. Politisch noch stark der Gedankenwelt des Obrigkeitsstaates verhaftet, befürwortete die DVP den Aufbau einer starken Zentralgewalt. Außenpolitisch strebte sie eine Revision des Versailler Vertrags an. Unter dem Vorsitz Stresemanns arrangierte sich die Partei mit dem demokratischen System und schwenkte auf einen Kurs der Verständigung mit den Siegermächten ein. Das Erstarken antiparlamentarischer Kräfte innerhalb der Partei nach Stresemanns Tod und die Annäherung an die rechtsnationale Opposition konnten den seit den 1920er anhaltenden Rückgang der Wählerstimmen von 10% bei den Reichstagswahlen 1920 auf ca. 1% in den 30er Jahren nicht verhindern. Also auch, das sind halt die Parteien, die halt mehr für den Status quo vor dem Ersten Weltkrieg waren, die machen ja alle nicht wirklich groß Boden scheinbar. Die Zentrumspartei verstand sich als politische Interessenvertreterin der katholischen Bevölkerung. Unter Führung Matthias Erzbergers bekannte sich das Zentrum zum republikanischen Verfassungsstaat und arbeitete gemeinsam mit SPD und DDP in der Weimarer Koalition am Aufbau der parlamentarischen Demokratie. Neben dem Eintreten für die Rechte der katholischen Kirche und den Erhalt der Länder kennzeichnete das Zentrum eine breite programmatische Vielfalt, befürwortete der linke Flügel den Ausbau des Sozialstaats und die außenpolitische Verständigung, so sprach sich der rechte Flügel für eine patriarchale ständestaatlich orientierte innen- und revisionistische, national betonte Außenpolitik aus. Das ist also quasi sowas wie die CDU. Bloß katholisch. Das Zentrum erhielt stets rund 15% der Wählerstimmen, stellte insgesamt 5 Reichskanzler und war bis 1932 an allen Reichsregierungen beteiligt. 1930 leitete die Ernennung des Zentrumspolitikers Brüning zum Reichskanzler einer Minderheitenregierung, die nur mit Unterstützung des Reichspräsidenten ihren Aufgaben nachkommen konnte, von der parlamentarischen Regierungsweise zur Phase der scheinparlamentarischen Präsidialkabinette über. Okay. Die waren also bis zum Ende dabei. Die Bayerische Volkspartei hatte sich im Konflikt über die Haltung zum parlamentarischen System vom Zentrum abgespalten, also quasi sowas wie die CSU, und als konservativ-klerikale Regionalpartei mit reichswertem Betätigungsfeld, mit reichsweitem Betätigungsfeld etabliert. Die partikularistisch, was ist das für ein Wort, ausgerichtete Partei war die dominierende politische Kraft in Bayern. Also die waren wie die CSU, wir regieren im Bund, aber wir regieren im Bund für Bayern. Okay. Auf Reichsebene strebte sie rechtsbürgerliche Koalitionen unter Ausschluss der SPD an. Für die war die SPD quasi, was die Linkspartei für die CSU heute ist. So rote Sockenpolitik, mit denen macht man nichts. Seit 1930 sprach sich die BVP, also die Bayerische Volkspartei, für die Regierungsbeteiligung der NSDAP aus. Okay, dann die SPD, die gibt es ja heute noch. Ich glaube, theoretisch Zentrum gibt es auch noch, aber die kriegen immer nicht ihre Unterschriften zu den Wahlen zusammen.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands setzte sich ungeachtet heftiger interner Konflikte in der Revolutionsphase für die Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung ein. Sie drängte auf baldige Wahlen zur Nationalversammlung und trat mit 39,9% als stärkste politische Kraft in die Regierung der Weimarer Koalition unter Ministerpräsident Scheidemann ein. Die SPD, bis 1932 stärkste politische Kraft, das waren noch Zeiten, stützte und verteidigte stets die Republik, obwohl sie sich zumeist in der Opposition befand. Vom bürgerlichen Lager überwiegend skeptisch betrachtet wurde und sich wegen ihres vermittelnden Kurses zahlreichen Anfeindungen von rechts und links ausgesetzt sah, hat sich nicht geändert. Der fortwährende Spagat zwischen pragmatischer Kompromissbereitschaft und staatspolitischer Verantwortung sowie sozialistischer Programmatik andererseits führte zu internen Konflikten und einem Wählerrückgang von rund 40% auf unter 20% bei der Wahl 1933. Dabei spielte auch eine Rolle, dass es der SPD nicht gelungen war, ihre Anhängerschaft über das sozialdemokratische Milieu hinaus auszudehnen. Die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die USPD, bildete sich 1917 unter dem Vorsatz von Hugo Haase aus dem pazifistischen Flügel der SPD nach heftigem Streit über die Haltung zum Krieg. Die von ihr organisierten Massenstreiks gegen schlechte Lebensmittelversorgung und die Fortführung des Kriegs verschafften der Partei vor allem in Teilen der sozialistischen Arbeiterschaft Rückhalt, wie die der MSPD, Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, wegen ihrer Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien Verrat am Sozialismus vorwarf. Zwar einigten sich beide Parteien im November 1918 auf eine Zusammenarbeit im Rat der Volksbeauftragten, aber wegen des gewaltsamen Vorgehens der MSPD gegen linksrevolutionäre Aufstände verließ die USPD Ende 1918 die Übergangsregierung. Nach Abspaltung des Spartakusbundes und der Niederlage bei den Nationalversammlungswahlen wurde die marxistisch orientierte Partei 1920 mit 17,9% zweitstärkste Fraktion. Danach verstrickte sich die USPD zunehmend in interne Kämpfe. Ende 1920 trat ihr linker Flügel der KPD bei. Die verbleibenden Teile vereinigten sich 1922 mit der MSPD. Dann die DKP, die Kommunistische Partei Deutschlands, oder KPD zu der Zeit noch, wurde am 30. Dezember 1918 vom Spartakusbund unter Führung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gegründet. Die in der Bevölkerung anfangs nur schwach verankerte Partei strebte die Errichtung einer bolschewistischen Rätediktatur nach sowjetischem Vorbild an. Sie lehnte das parlamentarische System ab und trat zu den Nationalversammlungswahlen nicht an. Stattdessen versuchte sie durch Massenstreiks und Protestaktionen, also die wird wahrscheinlich im Wahlomat nicht vorkommen, weil die die Nationalversammlung ablehnt und darum zu den Wahlen nicht antritt. NSDAP, 1919 gegründet und zunächst im sozial deklassierten Kleinbürgertum Münchens verankert, suchte insbesondere nach Übertragung des mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Parteivorsitzenden Adolf Hitler 1921 mit nationalchauvinistischem, ja, gut, ich glaube, die brauchen wir nicht erklären. Okay, dann haben wir, glaube ich, die Parteien. Die NSPD, das sind Nazis. Okay, und dann kann es losgehen. Los geht's. Das Deutsche Reich sollte bei den kommenden Friedensverhandlungen entgegenkommen zeigen und sich mit den Kriegsgegnern verständigen. Ich glaube, das ist im Interesse aller, weil wir liegen mitten in Deutschland, Deutschland liegt mitten in Europa drin, so rum. Man hat ja nur im letzten Jahrhundert oft genug Krieg mit Frankreich gehabt. Erst vor kurzem ist der weltumspannende Krieg vorübergegangen und hat mehr als 10 Millionen Menschen das Leben gekostet. Der Krieg endete mit der Niederlage Deutschlands. Bereits mit dem Waffenstillstand wurden Teile Deutschlands besetzt. In Versailles beginnt in diesen Tagen die Friedenskonferenz, bei der die Siegermächte um den Friedensvertrag beraten. Bald muss entschieden werden, wie Deutschland auf das Friedensangebot reagiert. Also, ich stimme zu, man sollte entgegenkommen, weil man hat ja schließlich auch nicht ganz, man ist nicht ganz unschuldig am Anfang des Ersten Weltkriegs. Die Ursachen für die Kriegsniederlage waren vor allem die fehlende Unterstützung der deutschen Bevölkerung und die revolutionären Unruhen am Ende des Krieges.
Hätte es die nicht gegeben, würde ich sagen, hätten wir den Krieg trotzdem verloren, weil man ist ja nirgendwo hingekommen und okay, das ist ja interessant. Man ist ja nirgendwo hingekommen und als die Amerikaner eingegriffen haben, war es dann eigentlich auch vorbei. Und darum sage ich, stimme nicht zu, das hat andere Gründe. Ja, hier steht's. Nach der gescheiterten Frühjahrsoffensive 1918 und dem Eingreifen amerikanischer Truppen war die militärische Situation an der Westfront aussichtslos. Die Versorgungslage in Deutschland war katastrophal und die Unzufriedenheit wuchs stetig. Ende Oktober rebellierten Matrosen gegen den Befehl, einen aussichtslosen Kampf gegen die britische Flotte zu führen. Der Aufstand verbreitete sich wie ein Lauffeuer und entwickelte sich zur Revolution. Guck mal, also hier steht ja sogar, dass die Matrosen rebellierten gegen einen Befehl, der sie in einen aussichtslosen Kampf geführt hätte. Das heißt, sie hätten den Kampf auch dann verloren, wenn sie in den Kampf gegangen wären. Insofern stimme ich hier nicht zu. Deutsch-Österreich muss künftig Teil des deutschen Einheitsstaates sein. Gut, nur ist es relativ schwierig, sich gedanklich in die Zeit zurückversetzen, nach 1919, knapp nach dem Ersten Weltkrieg. Wäre mein Gefühl als Norddeutscher lebend in der Zeit gewesen, dass Österreich jetzt unbedingt dazugehört? Weiß nicht. Ich sag mal, ist mir egal, wenn Österreich gerne beitreten möchte dem Deutschen Reich, dann darf Österreich das tun. So, die Revolution muss weiter vorangetrieben werden, die alten Verhältnisse müssen komplett überwunden werden. Ja, also wir kommen gerade aus dem Kaiserreich. Und wir haben eine große Schere zwischen Arm und Reich. Und ja, schauen wir mal, was steht hier unten im Text. Die im November begonnene Revolution hat zahlreiche Veränderungen gebracht. Von Beginn an versucht die provisorische Regierung, die Revolution in geordnete Bahnen zu lenken, auch mit Hilfe der alten Eliten und der Reichswehr. Linke Revolutionäre aus USPD und Spartakusbund KPD fordern ein Ende der Kooperation mit den alten Kräften und eine Fortsetzung der Revolution nach dem Rätemodell mit weitgehenden Verstaatlichungen. Also da finde ich Teile gut, wie die Verstaatlichung, weil ja, das Kapital, was sich quasi zu der Zeit in den Händen einiger weniger befunden hat, ist ja aufgrund der ungleichen Verhältnisse entstanden. Und das zu verstaatlichen wäre ja eventuell eine Möglichkeit, Gerechtigkeit herzustellen, soziale. Das mit den Räteregierungen finde ich jetzt eher nicht so gut, also sage ich mal neutral, weil einerseits, aber andererseits. In Zeiten der Not sind vor allem Ruhe und Ordnung nötig, um die Krise zu überwinden. Die Revolution hat sich in den letzten Monaten in Deutschland ausgebreitet. Zugleich muss das Land mit den Folgen des Krieges zurechtkommen. Wie in ganz Europa wütet auch in Deutschland die spanische Grippe und ein Millionenheer muss demobilisiert und in die Heimat zurückgeholt werden. Deshalb fordern viele ein Ende der inneren Unruhen, um sich den drängenden Problemen zu widmen. Das ist auch wieder einerseits und andererseits. Ich meine, man muss natürlich Missstände weiter benennen können, sonst hat man keinen demokratischen Staat mit dem Demonstrationsrecht und diesen ganzen Sachen. Andererseits haben wir gerade eine Pandemie scheinbar, kommt mir bekannt vor. Und wenn dann massenhaft Leute auf die Straße gehen, verschlimmert das die ganze Sache. Also sage ich mal, schweren Herzens stimme ich zu. Deutschlands künftige Verfassung muss eine repräsentative Demokratie sein. Das Kaiserreich war eine konstitutionelle Monarchie mit sehr beschränkten demokratischen Elementen. Viele Bürger und einige Parteien, DNVP, DVP, hängen diesem politischen System nach wie vor an. Nach dem Ausbruch der Revolution im November 1918 hat der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Deutsche Republik ausgerufen. Kurze Zeit später hat der Spartak
Trotzkistenführer Karl Liebknecht die Sozialistische Republik proklamiert, die nach russischem Vorbild eine Räterepublik werden sollte. Die Parteien der zukünftigen Weimarer Koalition, SPD, Zentrum, DDP, treten dagegen für eine Nationalversammlung und eine repräsentative Demokratie ein. Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt ist eine repräsentative Demokratie keine schlechte Idee. Alle Macht den Räten, Deutschland muss eine Räterepublik werden, und folgerichtig würde ich dann da nicht zustimmen. Eine Räterepublik ist durch die Herrschaft von sogenannten Arbeiter- und Soldatenräten bestimmt. Diese Räte werden direkt vom Volk gewählt, sind auf verschiedenen Ebenen gegliedert und haben die absolute Entscheidungsgewalt. Eine Gewaltenteilung gibt es nicht. Linksradikale Gruppen fordern diese Herrschaftsform nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution. Gleichzeitig fürchten sich vor allem Bürgerliche vor der Bolschewisierung. Also, wie gesagt, machen wir lieber keine Räterepublik. Das Kaisertum unter den Hohenzollern muss wiederhergestellt werden. Vor der Revolution stand der Kaiser an der Spitze des Deutschen Reichs. Er und seine Regierung entschieden weitgehend frei von demokratischen Zwängen über die Politik des Landes. Es gab zwar ein Parlament, dessen politischer Einfluss blieb aber begrenzt. Da bin ich ja mal sowas von gegen. Die Alleinherrschaft der Sozialisten muss unbedingt verhindert werden. In der Revolution setzen sich die Sozialdemokraten an die Spitze der Bewegung und regieren das Land seitdem im Rat der Volksbeauftragten. Im ganzen Reich verursachen linksradikale Aufstände und Unruhen. Deshalb befürchten das Bürgertum und vor allem die Unternehmer eine Alleinherrschaft der Sozialisten. Habe ich, glaube ich, kein großes Problem mit. Wenn die gewählt werden, dann herrschen sie halt allein. Also wenn sie die alleinige Mehrheit haben, was wahrscheinlich nicht passiert. Insofern mache ich mir da keine Sorgen als Bürger von 1919. Festgeschriebene und allgemeingültige Grundrechte sollen ein Teil der künftigen Verfassung sein. In der Verfassung des Kaiserreichs waren weder Menschen- noch Bürgerrechte enthalten. Diese Grundrechte waren allenfalls in den Verfassungen der Teilstaaten in unterschiedlicher Ausprägung festgehalten. Allgemeingültige Menschen- und Bürgerrechte gelten als Grundelement demokratischer und liberaler Staatlichkeit und werden daher von vielen Menschen für die künftige Verfassung gefordert. Stimme ich zu. Die Farben des Deutschen Reiches müssen in der Tradition des Kaiserreiches schwarz-weiß-rot bleiben. Unter den Parteien der Bevölkerung ist seit dem Beginn der Revolution eine rege Diskussion über die Hoheitszeichen des neuen deutschen Staates im Brand. Einige fordern neue nationale Symbole, die aus der demokratischen Tradition beruhen. Andere berufen sich weiterhin auf die Symbole und Traditionen des Kaiserreichs. Ich glaube, das wäre mir egal, welche Farben die Flagge hat. Der Adel mit all seinen Privilegien muss abgeschafft werden. Ich glaube, ich muss mal was trinken, kleinen Moment. Der Adel verfügte im Kaiserreich über bestimmte Sonderrechte. Die familiäre Herkunft einer Person war für deren gesellschaftliche Stellung von größter Bedeutung. So wurden die deutschen Einzelstaaten nach wie vor von Fürsten regiert und zentrale Posten im Staat und Militär waren der Aristokratie vorbehalten. Im Zuge der Revolution werden immer mehr Stimmen laut, die sich gegen die Adelsrechte einsetzen. Ja, stimme ich zu. Staat und Kirche sind strikt voneinander zu trennen. Im Kaiserreich gab es sowohl in den protestantischen als auch in den katholischen Ländern eine enge Verbindung zwischen Kirchen und den Landesfürsten. Zudem wurden Juden und katholische Christen in dem protestantisch dominierten Kaiserreich vielfach Opfer von Diskriminierung. Deshalb ist die Trennung von Staat und Kirche das Ziel mehrerer demokratischer Parteien. Finde ich gut. Wahlen sollen geheim, gleich und frei sein. Das bedeutet, die Stimme kann geheim, ohne Mitwissen anderer, abgegeben werden. Alle Stimmen haben die gleiche Wertigkeit und man ist nicht gezwungen, wählen zu gehen. Demgegenüber gestalten sich die Wahlen im Kaiserreich noch sehr unterschiedlich. Bei den Wahlen zum Reichstag waren Wahlen allgemein gleich und geheim. Auf Landesebene hingegen galt oftmals ein Zensuswahlrecht, das den Einfluss der Stimme an die Besitzverhältnisse einer Person koppelte. Besonders in Preußen stand das Dreiklassenwahlrecht schon lange in der Kritik. Stimme ich zu. Frauen sollen weiterhin an den Wahlen beteiligt werden. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung sind das erste Mal auch Frauen an der Wahl beteiligt, können also ihre Stimme abgeben und sitzen aller Voraussicht nach auch in der Nationalversammlung. Im Kaiserreich besaßen Frauen weder das aktive noch das passive Wahlrecht. Ja, finde ich gut, dass sie beteiligt werden. Es muss Frauen ermöglicht und vereinfacht werden, Berufe ergreifen zu können.
Frauen waren im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben des Kaiserreichs stark benachteiligt. Es herrschte ein patriarchalisches Familienbild vor, in dem die Frau die Rolle der Hausfrau und Mutter zukam. Es gab nur wenige Berufe, die Frauen ergreifen konnten. Besonders im Bürgertum waren berufstätige Frauen eher unüblich. In Arbeiterfamilien kam es hingegen häufig vor, dass Frauen arbeiteten, um das Einkommen der Familien zu vergrößern. Aufgrund des Arbeitermangels während des Krieges wurden Frauen vermehrt als Arbeitskräfte eingesetzt. Die Bezahlung lag aber weit unter dem Durchschnittsverdienst der Männer. Viele Frauen verloren nach der Rückkehr der Männer auch ihre Arbeitsstellen. Also finde ich gut, dass Frauen ermöglicht und vereinfacht wird, Berufe zu ergreifen. Deutschland muss nach dem verlorenen Krieg wieder aufrüsten. Vor dem Ersten Weltkrieg rüsteten die europäischen Großmächte massiv auf und standen sich in einem hochtechnisierten und ressourcenintensiven Krieg gegenüber. In dem Waffenstillstand zwischen Deutschland und der Entente mussten Deutschland einen großen Teil seiner Kriegsmaschinerie abtreten. Zudem kehren Hunderttausende Soldaten aus den Kriegsgebieten heim. Künftig muss entschieden werden, ob sich Deutschland für eine Revanche rüsten oder sich mit seinen europäischen Nachbarn verständigen soll. Stimme nicht zu. Die heimkehrenden Soldaten müssen schnell wieder in das gesellschaftliche Leben integriert werden. Kriegsbeschädigte müssen Unterstützung vom Staat erhalten. Mit dem Ende des Krieges wird das deutsche Heer von der ehemaligen Front im Westen abgezogen und kehrt in die Heimat zurück. Viele Soldaten sind verwundet und erschöpft, noch mehr sind geistig traumatisiert. Für das Millionenheer gibt es keine Verwendung mehr und zahlreiche Wehrpflichtige möchten in ihr früheres Leben zurück. Dem stimme ich zu, weil das keine demokratische Entscheidung war, diesen Krieg überhaupt zu führen. Das hat der Kaiser ja beschlossen. Muss jetzt der Nachfolgestaat, die Weimarer Republik, halt dafür sorgen, dass die Leute ein Auskommen haben. Das hilft ja nur nichts, ne? Gerade Kriegsbeschädigte. Okay, stimme ich zu. Die Bonzenherrschaft der Unternehmer muss beendet werden. Klingt erstmal gut. Ebenso wie die Herrschaft des Patriarchats gefürchtet wird, so fürchten viele die ungezügelte Herrschaft des Kapitals, des Proletariats. Aus diesem Grund wünschen sich viele eine Begrenzung der Macht der Unternehmer. Finde ich gut. Die Produktionsmittel müssen verstaatlicht und die Wirtschaft muss zentral gesteuert werden. Linksradikale Gruppen fordern die Verstaatlichung der Produktionsmittel und die zentrale Steuerung der Wirtschaft durch den Staat. Dadurch erhoffen sie sich mehr soziale Gerechtigkeit. Dies würde aber einen radikalen Umbruch erzeugen, denn bisher beruhte die Wirtschaft auf den Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Okay, also man hat sich ja dagegen entschieden, weil Planwirtschaft immer Misswirtschaft bedeutet, ein gewisses Maß. Da werden zum Beispiel dann zu viele rechte Schuhe produziert oder zu wenig linke. Und Anzüge in bestimmten Größen gibt es dann nicht genug und so. Aber wenn wir uns angucken, was die Geschichte für einen Lauf genommen hat, könnte das eventuell einen Unterschied machen. Und ich denke mal, die nächsten 20 Jahre oder sagen wir mal lieber die nächsten 30 Jahre werden wahrscheinlich nicht schlimmer, weil wir mal Planwirtschaft in Deutschland ausprobieren und Verstaatlichung der Produktionsmittel. Finde ich gut. Alleine auch, weil dadurch dann vielleicht Deutschland anstatt dann extrem nach rechts zu rücken, vielleicht eher sich an die Sowjetunion annähert, ohne die undemokratischen Elemente der Räteregierung zu übernehmen. Und könnte Deutschland vielleicht in Europa so ein Tor in den Westen sein und vielleicht eine Annäherung der Systeme irgendwie bedeuten, was Versuch wert wäre? Also stimme ich mal zu. Auf der Basis der freien Marktwirtschaft soll es soziale Reformen geben. Verschiedene Parteien lehnen zwar den radikalen Umsturz der Wirtschaft ab, erkennen aber die Notwendigkeit von sozialen Reformen an. Dies stellt einen Kompromiss zwischen den Forderungen der Arbeiter und der Unternehmer dar. Also wenn ich das von eben, dann das hier, also stimme ich auch zu, obwohl sich das widerspricht. Aber wie gesagt, eins von beiden sollte passieren. Okay, mein Ergebnis. Okay. DDP, das war quasi dieses FDP-ähnliche Ding, bloß besser. 62%, 81% SPD, 62% USPD. Also die USPD ist mir scheinbar zu links. Vermutlich liegt es an den Räteregierungen und so.
Zentrum 33%, das ist erstaunlicherweise immer noch mehr Übereinstimmung, als ich heute mit der CDU habe. DVP 24% und DNVP nur 10%, was auch immer das sein kann. Ja, interessant. Also ich wäre wahrscheinlich damals SPD-Wähler gewesen, vor 100 Jahren. Man lernt nie aus. Gut. Dann können wir hier noch, aber das hatte ich ja alles schon vorgelesen. Hier gibt es noch so ein paar Bilder. Hier protestieren. Das ist die KPD, die protestiert, dass überhaupt gewählt wird. Dann haben wir hier ein Plakat der DDP mit weiten Teilen des Wahlprogramms auf dem Wahlplakat, was sehr praktisch ist. Dann haben wir hier die SPD macht Werbung für Frauenwahlrecht, auch nicht schlecht. Die Zentrumspartei. Gehen wir zu hier. Mit Klassenverhetzung und Anarchie, ich wähle Zentrum. Also das Zentrumspartei hat eine typische rote Sockenkampagne gefahren, scheinbar. Und die USPD, das ist quasi der linke Offshoot von der SPD, möchte halt gerne den Kapitalismus abschaffen. Okay. Und was ist das hier? Partei des Mittelstandes. Die DVP. Partei des Mittelstandes ist gegen den Staat. Okay. Ja, Partei der Schwerindustrie. Okay, das ist also auch so ein bisschen wie die SPD, wie die FDP heute ist. Wer rettet Preußen? Ach Gott, das ist Deutschnationale Volkspartei. Meine Güte, das sieht aus wie ein früher Ben Garrison-Cartoon hier. Alles ist gelabelt. Staatswagen, Revolutionssumpf von Haas, von Hees. Steht da drauf, wer das gemalt hat oder was. Und hier die Pferdescheuen und ein rotes Skelett steht auf dem schwarzen Staatswagen. Das ist wahrscheinlich das rote Skelett der SPD. Und wir haben einen lustigen King Kong mit Helm von der Bayernpartei, der die Frauenkirche kaputt macht. Christliches Volk, darf Spartakus deine Kirchen niederreißen? Gib Antwort am Wahltag. Bayerische Volkspartei, ja, aber auch ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen dramatisiert, nicht? Von Trennung Kirche und Staat gleich auf hier. King Kong kommt an und reißt die Kirchen nieder. Naja, okay. Ja, das würde ich sagen, war das Video für heute. Und dann überlegt euch, was ihr wählt. Ich glaube, den aktuellen Wahl-O-Maten werde ich genauso wie den Wahl-O-Maten von vor 100 Jahren in der Beschreibung des Videos verlinken. Da könnt ihr gucken, was ihr wählen wollt, wenn ihr was wählen wollt. Ich würde dazu raten, was zu wählen, weil steht momentan viel auf dem Spiel mit Klimawandel und Rechtsruck und den ganzen Sachen, die momentan so passieren. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn ich irgendeinen Test finde, der es wert ist, darüber ein Video zu machen. Ciao. Ach ja, like das Video, schreibt Kommentar, bla bla.